Und Steiger, die Schweizer Paraplegikervereinigung, ist quasi Dachorganisation mit rund 11'000 Mitgliedern in der Schweiz und 27 Rollstuhlclubs über die ganze Landesregion heraus verteilt. Was war für Sie so das Prägendste 2019? Also sehr prägend waren die personellen Veränderungen. Wir haben einerseits einen neuen Direktor bekommen, haben aber in der gleichen Zeit 3 Geschäftsleitungsmitglieder dürfen aussuchen und wählen, haben aber auch im strategischen Organ 5 neue Personen bekommen, unter anderem auch der Präsident. Das sind Veränderungen, die schon prägend waren für uns und auch wichtig zu wissen, die Arbeit haben wir gleich gut machen können. Ja, jetzt die Arbeit, die hat einen Haufen Highlights gehabt. Was sind das für die? Coole. Also einerseits haben wir eine Junioren-WM gehabt, die wir dürfen durchführen durften. Hat sehr viel Publikum angezogen und wir dürfen auch 5 Medaillen gewinnen. Was auch ein Highlight war, ist, wir bieten ja im Reisebüro Reisen anbieten für unsere Querschnittgelähmten. Und dort haben wir 19 Reisen geplant und 19 dürfen durchführen. In den Beratungsorganisationen dürfen wir Haufen Arbeit machen, gute Beratungen. Und dort geht uns die Arbeit sicher nicht aus. Ja, jetzt, dass ihr das überhaupt machen könnt, braucht es natürlich Geld. Und da sind ihr ein bisschen angewiesen auf ganz wichtige Partner. Was gibt es da für Veränderungen? Also eine Veränderung gibt es in dem Sinn, dass wir mit dem Bundesamt für Sozialversicherung den bestehenden Vertrag dürfen erneuern bis ins Jahr 2023. Und der zweite wichtige Partner ist natürlich die Schweizer Paraplegiker Stiftung. Das ermöglicht uns auch, Dienstleistungen zu erbringen. Ja, eure Dienstleistungspalette, die ist ja extrem breit, quasi vom hindernisfreien Bauen über das Reisen bis zur Rechts- und Lebensberatung. Wie schafft ihr es da immer, aus Richtigen anzubieten? Also wir müssen auch bereit sein für Veränderungen. Wir möchten, also unsere Mitarbeiter sind Unternehmer, also sie müssen unternehmerisch denken. Wir haben ein System von Verbesserungsvorschlägen, wir hatten letztes Jahr 388 und haben sicher einiges von dem dürfen umsetzen. Wir haben auch Kundenumfragen bei unseren Mitgliedern gemacht und die hat gesagt, dass wir so 87% gute Arbeit leisten. Es ist noch wenig Luft nach oben natürlich, aber sie ist noch da. Schauen wir noch schnell in die Zukunft, 2020. Was wird das so ein bisschen beinhalten? Es gibt noch mal personelle kleine Veränderungen. Es gibt einen neuen Direktor und es gibt einen neuen Präsident. Also wir haben sicher wieder ein ereignisreiches Jahr mit hoffentlich ganzen Haufen Erfolg. Und viel Freude. Ja, wir hoffen und freuen uns auf viele Highlights. Danke vielmals, Urs Steiger, für das Gespräch. Danke vielmals.